Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hinter... auf der Gräber. Was erzähl ich denn? Ja, herzlich willkommen hier zurück auf der Gräber. Wir wollen wenden. Wenden ist angesagt. Unsere Helfer sind schon... Und wie machst du das gerade nicht so schicki vorne? Kann das sein? Das gefällt mir gerade gar nicht. Dann muss der Svenny nochmal nacharbeiten, ne? Warum will der da nicht alles wenden? Schnell. Und schon mal haben, ne? Ja, dann müssen wir noch mal kurz ein bisschen in der Außenansicht bleiben. Du machst den Wender nicht richtig runter. Oder bilde ich mir das nur ein? Ne, der Wender ist doch gar nicht richtig unten, oder? Da, guck mal. Liegt das hier an der Bogenanpassung? Kann das sein? Da müssen wir ja mal gucken, ne? Weil sonst ist das ja nicht so schicki-feini, wenn das um die Hälfte wendet. Da gibt's nix, Leute, ey. Das geht nicht. Das ist Müll. Das ist Müll. Das ist ja... Das ist ja direkt was für mich, ne? Nehmen wir uns wohl... Warum fahren wir so langsam? Einen Kleinwender organisieren müssen. Das passt mir gar nicht. So, komm, gib das Schubrakete, wir haben es ein bisschen eilig. Oh, die Kurve des Ausfahrt des Todes, ne? Wenn das jetzt nicht klappt, ne? Dann schreibe ich mir das Geld aber wieder gut, das könnt ihr euch sicher sein. Weil das ist ja nicht schicki vorne. Uncool, oder?
uncool. So, jetzt geht er drauf wieder. Kontowand? Ne, ne. Moin Hildegard. Der Hildegard, ne? Den kenne ich. Die arbeitet hier auf der Bank. Musst du auch immer lieb und freundlich sein und die grüßen, wenn du da mal was von willst. Also freundlich sein. Nee, hoffentlich klappt das jetzt. Sonst haben wir nämlich die Purpose-Karte. Weil das war ja was für den Hintern, ne? Wundert mich, dass noch kein Helfer am Rummucken ist. Ja, hier müssen wir anfangen, ne? Klopp dich da mal aus. Na, das scheint jetzt zu gehen, ne? Bis jetzt noch. Hab ich ja noch nie gehabt mit dem großen Wender. Das liegt wahrscheinlich am Terrain. Keine Ahnung. Die da schmeißt das doch erstmal alles in Zaun. Perfekt. Die das schon mal gehabt? Also das habe ich noch nicht gehabt, bin ich ganz ehrlich. Ein Schickraum. Ja, jetzt geht's. Nicht so schlecht, ne? Aber hier können wir aber direkt aussetzen. Wenn die Kupplung drückst und den Reserver drückst, kloppt er auf. Mit dem rückwärts fahren. Ja. Ach ja. Irgendwas ist ja immer, ne? Bisschen Stoff geben, Zeit wieder reinholen. Das wächst da dann schickes. Ist egal, mit was für einer Drehzahl du fährst. Ich schmeiß das jetzt eh in den Zaun. Ja, guck, schicki, funny, alles in den Zaun. Freue ich mich ja direkt. Das erste Mal, dass der Querneland-Wender hier nicht, dass er nicht klarkommt. Habe ich noch nie gehabt. Ganz ehrlich, also hier können wir Stoff geben. Müssen wir hier nochmal durch? Nein, ne? Eigentlich ja, aber. Ja, vielleicht geht das so. Nee, nee, nee. Das war ja nicht so schön. Naja, öfter mal was Neues. Der wendet alles. Auch wenn er hoch ist. Deswegen benutze ich den nicht. Oder selten. Den kannst du nämlich oben haben, der wendet trotzdem. Boah, wir kriegen das Gemüse noch gepresst. Da kannst du drauf an. Oh Gott, Econ-Schlepper. Zum Pressen da. Ist ja ein Säen, ne? Mussten wir noch kalken? Ich weiß das gerade gar nicht.
glaube, deswegen haben wir die andere Ecke erstmal angefangen, ne? Weil wir noch kalten müssen. Irgendwas war da. Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Guck gleich noch. Ich würde jetzt gerne erstmal das hier fertig haben. Also auch ein bisschen was zu pressen haben, ne? Wir haben ja auch noch die große Wiese gemäht. Oh ne, die können wir mit dem Ladewagen fahren. Stresspegel ist runter. Aber Schwaden ist für vier Wiesen, ne? Hier so ein bisschen aufpassen. Und los. Guck mal, das klappt ja schon mal, ne? Das ist ja schon mal viel wert. Ja, da fahren wir raus. Die Kurve kriegen wir, glaube ich, eh nicht. Wie kriegen wir das geschwadet mit unserem Riesenschwader? Manchmal ist kleiner nicht immer vorteilhafter. Helfer O hat die Arbeit erfolgreich beendet. Okay, wer ist denn Helfer O? Müssen wir gleich mal luschern. Wir haben ja auch nichts anderes zu tun. Irgendwas ist immer. Feuer frei. Ich hab's Reden vergessen, ne? Was hat jetzt hier mit dem Ton besser, oder? Also mit dem Gerede, hört ihr mich besser? Ich fand, letztens waren auch die Töne ein bisschen leise, ne? Oder sieht so auf OBS aus, als wenn das so leise ist, ich weiß nicht. Aber ich hab doch nichts verstellt an OBS. Keine Ahnung. Müssen wir mal testen, ne? Manchmal denkst du, da hast du eine Einstellung und dann irgendwie ist das alles was für ein Pappes. Kann dir keiner erklären, warum, ne? Ich konnte es ja auch nicht erklären. Manchmal ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Korrekt. So, wir müssen aber eben noch nachgucken, was da vor sich ist, ne? Irgendein Helfer hat gesagt, er ist fertig. Kann nur der kleine Fendt gewesen sein, der 412er. Der große, der 615er kann ich mir nicht vorstellen. Wir hatten mächtig zu röcheln mit der Sämaschine. Der kann noch nicht fertig sein. Oh, noch einmal. Und dann noch eine Wiese. Ja, die werde ich dann aber auch gleich eben schnell ohne euch machen, ne? Oh, du bist doch gleich fertig. Hast du echt hier alles schickifani gesehen? Kann's ja nicht sein, ey. Was ist mit dir denn los? Ist ja korrekt. Hast du die auch eingeklappt? Nee, ne?
Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, ne? Hey, guck mal. Schickifoni, zwei Ecken gleich gedrillt hier. Die sind für die BGA. Können wir das Ding da wieder reinfahren, das Moped? Der andere Fendt ist auch gleich fertig. Shit, den brauchen wir nämlich auch bald. Boah, ey, guck mal. Hast du das gesehen, wie ich das da reingeschaukelt habe? Scheibe ist zwar kaputt, aber ist ja egal, ne? Können wir hier einen Schwader dahinter machen? Wo habe ich denn den Schwader? Ah, den hatte ich da hinten so reinzirkuliert, ne? Oh, ob ich den da wieder rauskriege? Hatte ich schon leichte Probleme? Gucken, ob wir den rauskriegen. Perfekt. Als wäre nichts gewesen, wa? Wie für uns gemacht. Du kannst hier bleiben. Du klopp dich mal ein. Auf RMT. Sonst kann ich nicht fahren. So, irgendwas war doch da. Dass ich da noch nicht gesät hatte. Ach, hier muss Kalk drauf. Deswegen hatte ich hier. So, dann kann er da noch eben. Ja, was sehen wir denn da? Das weiß ich noch nicht. Das gucken wir dann nächste Folge. So, Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.